Familie und meine Frau und die Kinder und der Profi-Triathlon-Sport, die zwei Teile musste ich gar nicht verbinden, weil die sind in sich zusammengewachsen. Und ich habe 13 Jahre erfolgreich Triathlon-Sport gemacht. Insofern war das nichts Konstruiertes. Es ist einfach etwas gewesen, was sich ganz, so wie ich finde, gesund entwickelt hat. Und für mich persönlich war es natürlich auch eine gewisse Wertschätzung, dass die Familie auch den Weg mitgeht, ja, und auch das unterstützt. Familie ist die absolute Basis und ist das auch, was mich, denke ich, auch so hart gemacht hat in dem Sport. Und diese Attitüde, das durchzuziehen, das nicht aufzugeben. Es ist auch nicht unbedingt Kraft oder Ausdauer, das es mir gibt, sondern es ist eher die Energie. Und es ist nicht so gut messbar. Das ist was, was auch ganz tief drin ist. Und ja, das ist, denke ich, das auch, was dich stark macht. Und ob ich gewinne oder verliere, ich werde zu Hause immer wie ein Sieger aufgenommen. Ja, gerade in so einer schönen Gegend wie jetzt hier im Neckartal bietet es sich natürlich auch an, dass man gemeinsam draußen ist und Spaß hat. Und ich trainiere sehr viel allein und bin viel unterwegs ohne Familie. Deshalb probieren wir schon, wenn wir mal hier sind und so wie heute in Sommerferien, das Ganze zu verbinden. Und heute ist was Spezielles mit dem Bootsausflug auf den Neckar. Wir gehen alle gern aufs Wasser, ins Wasser. Wir sind gern mit dem Fahrrad unterwegs und dann lässt sich jede Trainingseinheit fast verbinden mit uns. Ich bin sehr stolz auf ihn, weil ich habe auch schon mal selbst einen Triathlon gemacht. Und seit ich es gemacht habe, habe ich größten Respekt vor ihm, weil es ist schon ziemlich anstrengend, auch über die kurze Distanz. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.